Hey, ja, ich bin jetzt wieder zurückgekehrt nach Deutschland und wollte in dem Video mal ein bisschen reflektieren, wie meine Zeit in Thailand so war. Und ja, möchte dir erzählen, warum aus 2 Monaten 3 Monaten wurden. Aber dazu ein bisschen später mehr. Die Spannung soll ja stehen bleiben. Ja, ich bin losgeflogen Anfang Februar und hatte geplant, 2 Monate zu bleiben. Ich hatte noch bis zum Schluss meiner Praxis zu tun, Aufstellungsabend und so. Und dann, ja, bin ich nach Thailand gekommen und spring mal mitten rein. Es hat dann ziemlich gerumst in meinem Leben. Ich weiß nicht, wer so unterwegs ist, weiß, wie das ist, wenn man so ja, weiter wegfährt und sich dann sein Leben mal aus der Ferne betrachten kann. Und ja, es gab dann einige Themen, die so aufgekommen sind. Das Schwerwiegendste war, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass ich die Liebe zu meiner Arbeit verloren habe. Also nicht das, was ich mache, sondern wie ich es mache. Ich hatte gemerkt, dass irgendwie im Vordergrund stand, Geld zu verdienen, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, die Miete zu verdienen. Ja, das ist irgendwie, wenn man mit Menschen arbeitet, ist das irgendwie nicht so schön oder allgemein. Also für mich, es war kein schönes Gefühl. Ich hatte bis dato nur nicht verstanden, warum. Und als ich dann in Thailand war, hatte ich Zeit, darüber nachzudenken. Und das hat mich auch sehr beschäftigt. Da gibt es auch ein Video dazu, was mein Herz bewegt. Ich verlinke das mal. Ich mache mal so, weil ich immer noch nicht weiß, wo die Infokarten erscheinen. Ja, das war so sehr lange dort das Thema. Und dann kam auch noch die Vorbereitung für unser Rohkost-Retreat dazu, was wir ja da, die zwei, die wir da gemacht haben. Und mit Tobias von Rawletics und Doris, The Pure D, hat auch einen Blog. Und ja, das war eine ziemlich aufregende Zeit, dann dieses Retreat da zu machen, weil wir haben ja ziemlich viel gelernt. Es war ja unser erstes oder unsere ersten beiden. Und ja. Wir hatten einen richtig mega schönen Strand, wir hatten ein super leckeres Essen und gute Menschen da, die Lust hatten, sich ja, die Rohkost kennenzulernen und sich auszutauschen und sich Impulse zu holen. Und ja, es gab viele Gruppenprozesse, wo die für jeden Einzelnen so wichtig waren, auch für uns, als die wir das begleitet haben, haben wir halt rausgefunden, was uns mehr liegt und was uns nicht so gut liegt. Und daraus sind dann halt auch die neuen Retreats entstanden, darauf angepasst. Und zwar im Sommer ja das Meditationsretreat. Da gibt es auch ein Video zu oder sogar mehrere. Und im Herbst wird es ein Fasten geben. Also wenn dich das interessiert, schau gerne auf der Webseite vorbei oder ja, auf unserer Facebook-Seite The Rising Sangha. Und ja, das war dann so das Retreat. Das war so der erste Monat. Währenddessen lief halt mein eigener Prozess natürlich immer weiter. Ich habe das auch als Thema mit ins Retreat reingenommen. Konnte ja jeder irgendwie so seine Themen, die ihn gerade beschäftigen, auch sozusagen da betrachten. Ja, und dann, als das Retreat dann zu Ende war, habe ich gemerkt, fing das dann so langsam an, dass ich gemerkt habe, boah, da passieren so viele Prozesse. Ich war ja auch lange im Honolulu, der Gemeinschaftsort, hatte dann aber gemerkt, das passt irgendwie nicht mehr so richtig und dass ich da aussteigen will. Und das war ganz schön schwer, das dann auch nach draußen mitzuteilen, den Leuten, und hat eine Weile gedauert. Und ja, und so sind ganz viele Sachen in Gang gekommen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so, boah, ich möchte mir einfach noch mehr Zeit geben, weil ich das Gefühl habe, da gibt es noch viel mehr Sachen in mir, die irgendwie in Ruhe betrachtet werden wollen.
Ja, und dann, genau, dann kam ja auch, dann kam die Schweigezeit, das Schweigeretreat mit Ramona, Tobi und Nikolai. Gibt es auch Videos dafür, also davon. Und das war sehr besonders. Wir hatten ja auch keine Leitung, sondern haben das so unter uns gemacht. Und ich bin da deshalb jetzt gerade drauf gekommen, weil insgesamt in der Thailand-Zeit war für mich auch so ein Thema, mal das Nichtstun zu üben. Ich habe gemerkt, dass mir das unheimlich schwer fällt, dass ich das Gefühl habe oder den Glaubenssatz habe, dass ich immer was tun muss, um was wert zu sein, um liebenswert zu sein. Und dass ich immer produktiv sein muss und was leisten muss. Und in dieser Schweigezeit war das halt, boah, richtig hart, was da so rauskam, weil da haben wir ja nichts gemacht. Wir haben nicht geredet, wir haben nichts gelesen, also nichts von außen, und von außen kam rein und nichts von innen kam nach draußen. So, ich war nur mit mir. Und es war sehr schön dann mit der Zeit, es wurde immer ruhiger und stiller in mir. Ich habe ja dann 5 Tage geschwiegen und möchte das auch weitermachen und tiefer machen und länger. Wir werden auch bei dem Meditationsretreat einen Tag schweigen. Also wer das Lust hat auszuprobieren, ich kann es echt jedem nur ans Herz legen. Wie gesagt, die Berichte gibt es auch als Video. Und ja, das war so der Punkt. Und dann, wie ging es dann weiter? Ja, dann kam einfach, genau, dann kam halt so, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin da so drinne in vielen Sachen, ich möchte dem mehr Zeit geben und bleib 3 Monate. Und das war dann ein sehr schönes Geschenk an mich, überhaupt die ganze Zeit dort. Ich habe viel Zeit im Meer verbracht, also viele Stunden am Tag. Und habe lecker gegessen, leckerste Früchte, Kokosnüsse, Papaya, Melone. Also mein Rohkostanteil ist in der Zeit ja auf 90%, würde ich sagen, gestiegen. Ich habe schon auch manchmal mir Gemüse gedünstet oder das leckere thailändische Essen ausprobiert. Aber so, dass die Basis waren wirklich die reifen, süßen Früchte. Und so. Ja. In der ganzen Zeit war ich sehr eng mit Tobi zusammen und habe dann gemerkt, was auch so ein Punkt war, warum ich verlängert habe, weil ich irgendwie wissen wollte, wie ist es dort allein zu sein. Und Tobi ist dann irgendwann abgereist und ich mache da auch nochmal ein gesondertes Video zu, jetzt nur mal so angeschnitten. Ich habe ja sehr große Angst vorm Alleinsein. Ich habe da auch schon Videos zu gemacht. Und bin aber schon viel allein gereist. Ja. Fast mein ganzes Leben war ich immer alleine auf Reisen. Und der Unterschied da war, diesmal war, dass ich sonst aus meiner Angst heraus immer Leute angesprochen habe, immer versucht habe, in Kontakt zu treten. Und aber aus einem Zwang heraus, aus einem Drang heraus. Ja. Und diesmal wollte ich es nicht machen. Meine Aufgabe, die ich mir gegeben habe, war, niemanden anzusprechen. Also nicht bewusst den Kontakt zu suchen. Und es war ein sehr spannendes Experiment, was sehr, sehr schön war. Ich hatte eine sehr schöne Zeit dann mit mir, die 3 Wochen. Ich habe dann auch den Kontakt nach außen sehr, sehr reduziert, was für mich eine ganz schöne Herausforderung war, Menschen, die ich liebe, zu sagen, so, ich möchte jetzt keinen Kontakt gerade, weil das ja an diese Angst andockt, dass die dann sagen, so, ja, wenn du nicht willst, dann will ich auch nicht, dann gehe ich halt. Also, sie sind geblieben. Und das Schöne, was ich dann da erlebt habe, war, dass ja irgendwie das Leben so Dinge zu mir gebracht hat. Jetzt fällt mir noch ein ganz entscheidendes Erlebnis, was ganz am Anfang von dieser Alleinzeit war. Ich hatte da einen kleinen Rollerunfall, habe mir so ganz
stark die rechte Seite aufgeschürft, tiefe Wunden gehabt und Nikolai meinte, dass Fasten gut wäre. Und dann habe ich angefangen zu fasten, trocken zu fasten. Das erste Mal in meinem Leben. Ich habe mal einen Tag auf dem Hinflug trocken gefastet. Und diesmal 4 Tage. Ja, in dieser Sonne habe ich trocken gefastet. Aber die Motivation war einfach mega groß, weil ich wirklich auch schon nach einem Tag gemerkt habe, boah, wenn mein Körper nicht die ganze Kraft für die Verdauung braucht, sondern zur Heilung, zur Reparation zur Verfügung hat, dann, also es ging mega schnell alles. Am 4. Tag fing dann schon die Lust zu essen wieder an. Da gibt es auch ein gesondertes Video dazu, ein ganz ausführliches, wen das interessiert. Aber auf jeden Fall sah meine Wunde nach 4 Tagen so aus wie früher nach 2 Wochen. Also bevor ich die Rohkost gemacht habe und bevor ich das Trockenfasten gemacht habe. Ja, und das war wirklich ganz schön beeindruckend. Eine schöne Erfahrung, will ich auf jeden Fall auch wieder machen. Und ja, dann weiter zur Alleinezeit. Ne? Ich habe dann halt auch wirklich viel Zeit mit mir allein verbracht. Ich war dann ganz viel am Meer, im Wasser, habe Wege erledigt. Also so bin mal in die Stadt gefahren nach Tongsala und war bei Penn, da bei unserer Fruchtfrau und habe Kokosnüsse getrunken. Und das ist wirklich auch ein sehr magischer Ort. Penns Fruchtstand, weil da trifft man immer total spannende Leute. Und da habe ich dann auch Isabella kennengelernt, genau an dem Tag, als Nikolai und Ramona dann auch noch abgereist waren und ich dann wirklich ganz alleine war. Und es war so ein Gefühl von, das Leben schickt mir so einen Engel. Weil wir haben uns gleich von Anfang an gut verstanden und es war halt so, es war jetzt nicht so ein zwanghaftes in Kontakt kommen, sondern wir saßen halt nebeneinander beim Fruchtstand und dann kommt man halt ins Gespräch. Und sie wollte dann gerne den Kontakt halten und ja, dann war sie sozusagen in diesen 3 Wochen eine, oder es waren dann 2 Wochen noch, glaube ich, einfach ein Mensch, wo ich wusste, sie ist da. Wenn ich will, kann ich was mit ihr machen. Und ansonsten bin ich mit mir allein. Und das ist ein sehr luxuriöser Zustand, wo ich merke, das tut mir total gut. Weil wenn ich sage, ich will mit mir alleine sein, heißt das nicht, dass ich 100% abgeschieden leben möchte. Ne, das kommt vielleicht auch mal irgendwann. Aber es ging mehr darum, Zeit mit mir zu verbringen und nicht von der Angst getrieben zu sein, des Alleinseins und dadurch dann in Kontakt zu kommen. Und so sind ganz natürliche Kontakte entstanden. Ich habe immer wieder kleine Momente gehabt im Alltag, wo ich so gemerkt habe, ja, ich habe nährende Kontakte so, mit anderen. Und das war eine sehr schöne Erfahrung, also probiert es mal aus, alle die auch Angst haben vom Alleinsein. Also wenn das Leben so die Kontakte so natürlich bringt. Dann möchte ich gerne noch einen anderen Bereich teilen. Und zwar hatten wir ja die ganze Zeit so einen Roller uns gemietet, sind da über die Insel gedüst und es war ein mega schönes Freiheitsgefühl. Ich habe es sehr, sehr genossen als Beifahrerin, als Fahrerin, so mit dem Fahrtwind in den Haaren. Ja, und irgendwann kam dann aber so der Punkt, dass ich gemerkt habe, oh, ich würde mich gerne mal wieder mehr bewegen und habe dann den Roller abgegeben. Und dann fing so eine neue Phase an. Einmal habe ich mich halt dann mehr bewegt und habe die Wege so zu Fuß zurückgelegt und die weiteren Wege bin ich dann getrennt. Und das ist wirklich mega schön. Also das zu erleben so in diesen, also da habe ich so gemerkt, wirklich nochmal richtig bewusst schätzen gelernt, was dieses Urlaubsgefühl oder die Sonne, die Freiheit, die Zeit einfach mit Menschen macht. Ja, da sind ja auf dieser Insel auf Koh Phangan lauter Menschen oder in ganz Thailand oder auf den Reisen so, ne? Menschen, die Zeit haben. Menschen, die, sag ich mal, das Leben genießen. So, ja? Und dann ist da einfach auch die ganze Zeit diese Atmosphäre, die Menschen lächeln und wenn du da an der Straße stehst, du musst noch nicht mal einen Daumen raushalten und
da hält jemand an und fragt, ob er dich mitnehmen kann. Und ja, und wenn ich mich dann bedankt habe am Ende, dann haben die mir gesagt, oh, most welcome. Und also so Sachen, ja, die einem zeigen, so, die machen das total gerne und es macht ihnen so eine Freude zu schenken und zu geben. Und das ist, das war nochmal wirklich ganz, ganz besonders. Das, ja. Und ich hab wirklich gemerkt, wie gut mir dort die Sonne tut und was für ein großes Geschenk es ist. Sozusagen das, wovon ich sonst immer geträumt habe, ne? Dieses, also wie gut es der Seele tut, einfach so eine Auszeit zu haben, in der Sonne zu sein und leckeres Essen zu essen. Ja, ja, und jetzt ist mein Leben auf den Kopf gestellt, nichts ist mehr wie vorher. Es ging ja dann auch immer weiter mit diesen Prozessen, so mit den Wandlungsprozessen. Ich habe dann gemerkt, die Natur tut mir total gut. Ich möchte weiterhin in der Natur leben. Ich möchte nicht zurück nach Leipzig in die Stadt und habe das dann auch alles so organisiert, dass das jetzt auch der Fall ist und möchte einfach weiter folgen und weiter mich meinen Ängsten stellen, die Ängsten, nicht versorgt zu werden, was passiert, wenn ich nicht arbeite, was passiert, wenn ich ja, ich möchte mich dem Leben anvertrauen und erfahren, was dann passiert. Aber das zu spät. Das ist ja jetzt eher die Reflexion von Thailand. Ja, und das waren jetzt nur mal so ein paar kleine Eindrücke davon. Ja, ich freue mich dann auf mehr. Bis dann. Tschüss.